Willkommen zurück zu Let's Play Naughty Bear. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Part. Kapitel 1.1 Killer Party Massaker. Mal sehen. Oh, was ist das denn hier? Ach, wir können hier die Bären ja aussuchen, ne? Hier sehen wir schon. Gemein, geschickt mit scharfen Gegenständen, sozial. Sozial, okay. Gemein und sozial passt sehr schön zusammen. Steigert deine Werte, bereit für die Party. Dann haben wir hier noch den Hut, Wachtmeister Naughty. Der hat 3 Lebensenergie und sogar 4 Genauigkeit. Steigert deine Werte, freie Donuts mit dabei. Weißt du was, den nehme ich einfach mal kurz. Sieht auch vom Äußerlichen sehr, sehr attraktiv aus. Also ich glaube, da werden die Mädchen auf uns stehen und wir werden sie natürlich dann schön hintergehen. Und umbringen, ne? Also ist ja klar hier bei Naughty Bear, machen wir doch gerne. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich, genau, hier war erschrecken, angreifen, zerstören. Zerstören auch ein schönes Wort. Vor allem auch überhaupt nicht abwerten, wenn man darüber mit anderen Lebewesen das quasi identifiziert. Alter, geil, was ist das denn? Oh mein Gott, der hat dazugelernt. Killer-Herausforderung, lösche sie alle aus! Regeln und Tipps für Killer-Herausforderung. Möchtest du mehr erfahren? Nö. Und ich nehme das erste Mal, oder doch, will ich kurz erfahren. Alle Bären müssen getötet werden. Keiner darf entkommen. Tipps, sammle Punkte, bevor du tötest. Eskalierende Bedrohungen müssen auch beseitigt werden. Wechsle häufig die Waffen und wende Ultra-Kills an. Ich nehme jetzt auch zum ersten Mal mit der Elgato auf. Das heißt, es sollte eigentlich eine bessere Qualität geben. Ich hoffe, es gibt jetzt... Ich guck mal ganz kurz. So zwischendurch gucke ich mal auf dem Bildschirm, ob er auch wirklich aufnimmt. Noch hat keiner Misstrauen. Erweckt. Wenn ich jetzt gehe, ich weiß gar nicht, ob sie dann wegrennen. Ich kann ja rennen, oder? Ja, ich bin's doch nur. Ich bin doch der Naughty Bear. Alter, der greift mich gleich an. Was ist denn das für ein Hurensack? Unglaublich, der greift mich einfach gleich an. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin hier doch, Wachtmeister Naughty Bear bin ich doch hier. Kein Respekt, diese Jugend hier vor der Polizei. Gute Kombo! Gute Kombo, unglaublich. Wie kann man nur so eine gute Kombo anstellen? Ich guck mal kurz hier, ob es eventuell noch ein Geschenk gibt. In diesem Area wahrscheinlich nicht. So, jetzt werde ich den gleich erstmal ein bisschen massakrieren hier. Der dreht sich da um. Warte, wie konnte ich ihn nochmal... Ah, hier. Lalalala. Erschrecken, erschrecken, erschrecken. Das ist quasi so ein Ultra-Kill dann, wie gesagt. Jetzt hat er sich... Genau, jetzt hat er sich erstens... Boah, Alter, geil, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Beinchen gebrochen und zweitens dann... Oh, geil, eine Machete. Und drittens dann konnten wir ihn dann nochmal mit unserem Todeserschrecken-Szenario konfrontieren und dann wurde er ausgelöscht. So, wir können jetzt weitergehen. Wir haben hier, glaube ich, nichts übersehen. Ah, durchquere das Tor zur Fabrik. Ist unsere Aufgabe. Aha, interessant. Sind jetzt alle Dorfbewohner wieder da? Oder das gehört vielleicht auch nicht unbedingt mit zur Mission hier? Weiß ich gar nicht. Töte die Bären. 0 von 6. Keiner entkommt. Optional. Mach Geschenke, Bukt. Okay. Das sieht ja geil aus. Macht mit Sicherheit... Was? Ich bin weg. Ich bin gar nicht da. So, wir schleichen uns erstmal hier schön im Gras herum. Hören auch die Frösche. Die werden, können wir auch umbringen, aber nee, das machen wir ja nicht. Der hier ist ja besonders sozial, ist ja auch ein Polizist. Hier haben wir einen Kuchen, das füllt uns, wie gesagt, Leben auf. Erinnert mich voll an Star Wars, an die Jawas. Die haben auch immer so gequorselt. So. Ich bin nicht da. Ich kann dich nicht sehen, du kannst mich nicht sehen. Die sind so nett zueinander. Ich werde sie gleich umbringen. Weil sie nicht nett zu mir sind. Ja, toll. Jetzt sind sie schön in diesem... Wenn ich jetzt rausgehe, sind sie misstrauisch und greifen mich sofort an. Dann wollen die mich sogar töten. Das heißt, diese Aggression kommt von ihnen aus, ne? So, wir schleichen uns jetzt hier rein. Machen aber nichts kaputt. Nee, nee. Jetzt mach ich mal... Ach, das ist die gleiche Welt wie vorher. Ich bleib einfach mal stehen. War ich nicht. Ich weiß gar nicht. Hat er jetzt Angst vor mir bekommen? Warte. Ich habe das jetzt umgestoßen. Ich werde mich jetzt hier... Oh, da kommt... Ist da einer? Ist da einer? Kommt da einer? Ist da einer? Ich weiß es gar nicht. Nein. Die Option haben wir die ganze Zeit, aber ich glaube, gleich kommt einer. Wir sehen, der geht aber an der Minimap hier an dem Haus vorbei. Da kommt ein anderer vielleicht. Sieht nicht so aus. Diese umgestoßene Kiste erweckt ganz, ganz komischerweise nicht die Interesse...
Oh doch, da kommt er jetzt vielleicht. Da geht er doch durch. Das könnte was werden. Nein. Der wurde gerade in die Ecke geschickt, um sich umzudrehen. Da ist wahrscheinlich eine Schule oder so. Gut, dann gehen wir hier raus. Bringt ja nichts. Jetzt müssen wir hier schnell wieder durch. Da ist nämlich gerade keiner. Gucken wir mal, ob wir hier eine Falle sehen, entdecken können. Ich gehe mal hier wieder ins Gries. Grieselein. Es ist Gemeinsam-Zeit. Gemeinsam-Zeit? Oh. War ich nicht. So, ich bleib möglichst lange verdeckt. Ja gut, mal 5 ist jetzt der Punktemultiplikator. Will ich aber nicht ganz... Oh, hier, guck mal. Sabotieren. So, pass auf. Jetzt verstecke ich mich hier und vielleicht kommt gleich einer. Hier ist auch nur ein Bär. Guck mal, da oben auf der Minimap, da ist nur ein Bär. Obwohl, ist da drin auch einer? Nee. Auf jeden Fall, da ist nur ein Bär. Doch, der scheint sich dafür nicht zu interessieren. Vielleicht hebt er gleich... Oh, jetzt kommt... Oh, er kommt. Wie war das jetzt? So, ich vernichte ihn gleich sofort, instant. Geil, Alter. Das ist ein sehr, sehr übler Stromschlag. Der tut mir schon fast leid, nicht? So, hier ist bestimmt ein Brot, das können wir auch sabotieren. Falls einer fliehen will. Was haben wir da? Baseballschläger, interessant. Aber wir Oh, ein Kühlschrank. Ich kann mich verbarrikadieren. Ich kann hier wieder was sabotieren. Sehr gut. Aber hier kommt erstmal, glaube ich, keiner. Aber später, wenn die Bären hier vorbeikommen, dann sehen sie das automatisch. Dann wird es mir auch oben rechts eingeblendet. Ich suche mal kurz ein Lagerfeuer. Da vorne haben wir schon. Denn ich will ja auch die optionale Mission abschließen. Will ja möglichst viele Punkte ergattern. Das hat sich böse angehört. Und die Frösche natürlich so widerwärtig. So, hier können wir vielleicht auch was sabotieren. Oder die Statue kaputt machen. Das hat sich lustig angehört. Was macht der Naughty Bear da wieder? Der macht ja alles kaputt. Oh, Gemeinzeitpunkte. Frozen Zeit. Die werde ich mir für später aufbewahren. So, da vorne. Was haben wir hier? Rumfliegen. Eine Falle. Das ist doch sehr schön. So, pass auf. Ich renne gleich hier lang. Insgesamt noch 5 Bären, die hier auf ihren Tod warten. So sieht zumindest der Naughty Bear. Hier ist wieder eine Falle. Nee, hier ist noch eine Machete. Das könnte knapp werden. Pass auf. So, jetzt sieht er... Oh, er kommt vielleicht. Ja. Ja. Haha. Vernichten. Ihr kleinen Bären. Wildes Fangen. Oh, das lockt mich jetzt gerade so an. Wildes Fangen. Oh, und hier ist Frozen Time. Jetzt geht's los. Ja, du bleibst hier. Ich werde dich vernichten. Du Purple Bär. Wumm. Geile Technik. Mal 100 gerade irgendwie wird mir gerade angezeigt. Er will fliehen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin nicht umsonst im Militär ausgebildet worden. Vernichten! Ja. Und sabotieren. Und jetzt hau ich ab. So. Gute Kombo! Alter, wenn er das jetzt. Der hat. Was? Geil, Alter, der ist gerade noch weggerannt, weil er voll Angst hat. Und dann repariert er einfach und sieht genau. So, Bronze habe ich jetzt schon mal. Das ist, wow. Alter, wenn er hier vorbeikommt und ich ihn erschrecken kann. Mal gucken. Vielleicht kommt er hier vorbei, das wäre richtig lustig. Der geht gerade raus, der Bär. Aber er entscheidet sich, er bleibt lieber drinnen im Warmen, im Trockenen. Jetzt ist mein Punktemultiplikator leider auch geschrumpft. Ein Bär noch. Ich werde jetzt noch ein Geschenk einsammeln. Ah, nee, sabotieren. Geht das noch? Oh, warte, da vorne. Da ist er. Ich muss irgendwas sabotieren. Oh, schnell, durch. Hier kann ich ganz viel sabotieren. Nein, das wollte ich nicht. Aber hier, guck. So, jetzt verstecken wir uns ganz schnell. Oh, ich glaube... Hat er mich gesehen? Sieht fast gar nicht so aus. Mist, der geht in den falschen Raum. Mensch, ich habe da doch was sabotiert für dich.
Sabotage habe ich betrieben. Chubby findet einen toten Bär. Das erschreckt ihn nochmal sehr. Das ist ja geil. Sabotier! So. Deine Wäscheanlage ist kaputt oder was weiß ich, was das ist. Hier, die mache ich auch mal aus. Die ist erstens laut und zweitens nicht stromsparend. Schnell, schnell, schnell durch. Er kommt. Geil, Alter. Er will sich reparieren, Mist. Hätte ich ihn erschrecken sollen wahrscheinlich. Die Musik ist auf jeden Fall wieder friedlich. Ich gehe mal hier kurz raus und suche die letzten beiden Geschenke. Hier habe ich nur 8 da drin. Da ist mit Sicherheit ein Geschenk drin. Ist auch eine Falle und ein Kuchen. Hat mich irgendjemand geschlagen hier? Oh, eine Landmine. Die würde ich ja auch zu gerne mal ausprobieren. Warum mache ich das denn nicht mal? Ideenraum? Ja, weißt du, das mache ich einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir rennen jetzt hier hin. Hier dreht er mal seine Runden. Und ich werde jetzt hier eine hin tun. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und? Komm schon, komm schon. Mist. Alter. Stopp, lass ihn rennen, lass ihn rennen. Komm, renn da rein. Ach, der geht durch das Fenster. Ach, da ist eine Tür. Mann, Mist, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre durch ein Fenster gekrochen. Und er bringt sich selbst um. Zack. Das ist auch so süß, dass es Teddybären sind. Also wenn das Menschen wären, dann wäre das Spiel wirklich verstörend. Unermessliches Opfer! Nein. Totale Entblütung! Mach jetzt erstmal alles kaputt. Los! Wie los? Überquere die Brücke zur Party. Ich hoffe, wir bekommen Gold. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich nehme auf jeden Fall hier eine Falle mit. Beziehungsweise ich muss jetzt erstmal diese 2 Geschenke finden. Die will ich auch noch unbedingt finden und verbrennen, damit ich meine Punkte erhöhen kann. Das erinnert mich irgendwie an das PlayStation 1 Spiel, die Schlümpfe, diese Geschenke. Ja doch, ich glaube, da war auch irgendwas damit. Ne, wer sich noch erinnern kann, wer das Spiel mal gezockt hat, es war, oh Gott, Nostalgie macht sich da breit, wenn man an solche Spiele mal denkt. Gucke ich mal kurz, ich mache mal das Auto kaputt, das sieht noch nicht kaputt aus. Nee, ist kaputt. Sieht man nur nicht, es ist kaputt. Der imaginäre, ein imaginärer Schaden. So, Frosch ist auch weg. Jetzt brauche ich noch ein Geschenk. So, überlege ich mal. Hier drin war, glaube ich, ein Geschenk. Das heißt, in der Umgebung dürfte kein weiteres Geschenk mehr sein. Nee, hier drin war das Geschenk, oder? Nee, hier war ich noch gar nicht. Das heißt, hier könnte das Geschenk sein. Hier wieder eine Landmine, nehme ich gerne mit. Der Pfeil zeigt mir gerade, Mensch, du Trottel, du gehst in die falsche Richtung. Was ist nur los mit dir? Ich wechsle auch mal die Waffe. Vielleicht gibt das auch ein bisschen Kreativpunkte. Einfach, weil ich daran denke. Wo könnte das letzte Geschenk... Das letzte Geschenk könnte natürlich auch über der Brücke sein. Das glaube ich aber noch... das glaube ich aber gar nicht. Weil das alles Ziele sind, die man nur hier erledigen kann. Da soll ich gleich rübergehen. Ja, ja, warte mal hier. Ich brauche erstmal noch ein Geschenk. Denn... Ich habe ein Trauma. Ich wurde nicht zur Geburtstagsparty eingeladen, ne? Weste ja. Suchen wir das nochmal, das Geschenk. Hier war ich zwar schon überall. Die Frage ist, wo es ist. Und die weitere Frage ist, ob das Geschenk nicht schon im anderen Areal ist. Und die weitere Frage ist, ob ich vielleicht für die verlorene Zeit, die ich gerade verliere, nicht so viele Punkte bekomme. Das weiß ich natürlich nicht. Egal, ich gehe jetzt weiter. Oh Mann, ich würde aber gerne immer alles einsammeln. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht irgendwo ein Geschenk übersehen habe. Ich gehe jetzt nochmal durch die Häuser ein bisschen durch. So, ich gehe mal hier durch. Hier vor allem durch. Hier war ich nämlich noch gar nicht drin. Vielleicht ist hier ja noch ein Geschenk. Ah doch, hier war ich drin, ne? So, erstmal sabotieren hier diese Geräusche. Das sind hier irgendwie so Kuchenautomaten, die hier Kuchen produzieren. Tja, da ist sogar das Geschenk. Es ist unglaublich. Das hätte ich übersehen. Gott sei Dank war mein Ehrgeiz so groß, dass ich dieses Geschenk da noch finden durfte. So, das heißt, wir gehen in die Richtung. Ich glaube, hier war auch ein Feuer noch. Genau hier. Ich kann mich echt gut dran erinnern. Nee, irgendwo hier war doch gerade noch ein Feuer, oder? Nee, doch nicht auf der Seite.
Ah, jetzt suche ich auch noch ein Feuer. Ist ja unglaublich. Ich bin natürlich wieder ein Profi hier. Da vorne ist es. Damit haben wir alle Geschenke hier auch zerstört. Und auch alle Missionen beendet, wenn wir jetzt die Brücke überquert haben. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht Silber bekommen. Wir sind knapp vor Silber, denke ich mal. Obwohl, nee, 486.000. Doch eher nicht. Ich glaube nicht, dass das Level jetzt schon beendet ist. Sonst... Jetzt kommt die letzte Runde. Alles klar, wir haben Bronze und die letzte Runde beginnt. Töte 7 Beere, bestrafe Daddles, der ist wieder da. Keiner entkommt, optional, mach Geschenk kaputt. Mach Geschenk kaputt. Ich weiß, da steht mache, mach Geschenke kaputt. Ein Geschenk habe ich schon mal. Und auf jeden Fall diese Landmine hier. Nein, die Mine. Nein, du sollst die Mine hier aufheben. So, ist gut. Das Geschenk, weiß ich, ist es hier drin. Pass auf. Ich sabotiere das mal kurz. Ah, komm. Vorsichtig. Ich darf keiner dabei sehen. Renn, 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 renn. Alter, vielleicht laufen die sogar in die Landmine rein. Das wäre ja richtig lustig. Na, da tut sich gerade was. Da tut sich gerade was. Da kommen gerade welche lang. Die gehen aber in die andere Richtung. Hallo, ich habe doch hier das Auto sabotiert. Da kommt vielleicht ein Bär. Gucken wir mal, ob er durch das Durchgängchen geht. Wenn ich hier so schlage, vielleicht kommt er dann, vielleicht hört er irgendwas.